Erzähle ich euch später. Und ja, dann erzähle ich euch, was hier passiert ist. Bis gleich. So, ich und Günther, wir sind jetzt gerade in Wesel bei einer Tankstelle und tanken jetzt und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und der Schreibtisch, hier steht jetzt ein schöner kleiner Sessel, das ist quasi mein Inspirationssessel, wo ich Kraft tanke, wo ich mir Gedanken über bestimmte Probleme mache. Und hier werde ich auch demnächst ein paar Formate drehen, die innerhalb des Vlogs, wie ich euch ja in dem Quick View erzählt habe, gibt es zwei neue Formate. Und bei einem Format seid ihr gefragt, schaut mal in die Kommentare rein, was ihr hier gerne so als kleine Kategorie bzw. Unterformat im Vlog sehen möchtet. Ich bin gespannt und zwei stehen ja schon fest. Einmal Johns Meinung kommt alle zwei Wochen donnerstags und Johns Tipp des Tages. Warum John? John ist eine beliebte Kurzform von meinem Namen. Also es ist quasi ein Stipp, so eine Art Spitzname. Und da habe ich gesagt, passt eigentlich ganz gut. Ist ein bisschen kürzer als Johannes und kann man sich wahrscheinlich auch einfacher merken. So, was habe ich heute beim Kundensupport gemacht? Rufmann eingerichtet, der ist ja gewechselt von einem anderen Anbieter zu einem Glasfaseranbieter. Ich sage das deswegen so neutral, weil ich da natürlich jetzt nicht ins Detail gehen möchte, Datenschutz und so weiter. Ihr wisst ja, Datenschutz ist mir wichtig und ich finde ja, dass jeder, der Daten preisgibt, auch ein Recht auf einen gewissen Datenschutz hat. Und ich ertappe mich meistens selber dabei, wie sorgsam man heute mit seinen Daten umgeht. Aber in Zeiten von Social Media ist das wohl alles so ein bisschen gang und gäbe. Das war früher anders. Ich komme aus den frühen 90ern und also ich komme natürlich nicht aus den, ja, sagen wir mal so, ich habe die 90er quasi erlebt, quasi die Geburtsstunde des kommerziellen Internets und wie sich das entwickelt hat, das war wirklich hammerhart und es geht immer weiter. Also es ist quasi, das Internet ist quasi ein Paralleluniversum, was sich immer weiter ausdehnt. Ja, also das kann man so gleichsetzen, würde ich mal sagen. Jo. Ich werde jetzt allerdings diesen kleinen Vlog hier beenden, hat folgenden Grund. Ich muss Günther noch ein paar Sachen helfen, die heute noch dringend erledigt werden müssen. Und
Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wenn ja, bitte ein Däumchen nach oben geben oder einen netten Kommentar schreiben. Wenn ich was besser machen soll, bin ich natürlich auch immer für Tipps aller Art zu haben. Oder aktiviert die Glocke oder lasst ein Abo da. Das wäre natürlich super schön. Und ich sag immer, macht was, dann bekommt ihr auch was. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann haben wir noch einen Vlog bis zum 50. Und der 50. wird ja, habe ich schon angekündigt, der wird ja quasi richtig gefeiert. Also bis nächste Woche Dienstag. Ciao.